Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 25. Juni 2018. Mein Name ist Norbert Gieso. Diese Woche steht astrologisch gesehen eine Menge an und wir fangen vielleicht damit an mit dem rückläufigen Mars. Mars wird jetzt offiziell morgen, also am 26. Juni, rückläufig. Ich habe hier mal vielleicht für viele etwas undefinierbar aufgezeichnet. Hier diese rote Linie ist der Verlauf des Mars von Mitte Mai bis Oktober. Und wir sehen hier, 26. ist genau hier, wird Mars rückläufig und bleibt es dann bis zum 27. August. Wobei die tatsächliche Zeit seiner Rückläufigkeit noch länger ist, weil man im Grunde auch die Zeit mit einberechnen muss, wo Mars schon in den Graden gelaufen ist, in denen er rückläufig geworden ist und diesen Weg auch wieder zurück. Nichtsdestotrotz ist dies jetzt die Kernzeit, wo Mars rückläufig ist. Mars steht dabei ja im Horoskop in der Astrologie für Energie. Für Potenz, für Energie, dafür, für den Kraftstoff, der die Dinge vorantreibt. Seine Rückläufigkeit wird viele Prozesse in Stocken bringen, beziehungsweise wird es nicht so vorangehen, wie wir uns das wünschen oder vorstellen. Wir müssen also damit leben, dass manche Dinge verzögert ablaufen oder sogar starke Widerstände entwickeln. Abhängig natürlich davon, wie diese Rückläufigkeit des Mars sich im jeweiligen individuellen Horoskop wiederfindet. Innerhalb seiner Rückläufigkeit wird Mars hier von 9 Grad Wassermann bis 29 Grad Steinbock zurückgehen, um dann diese Strecke wieder nach vorne zu gehen. Der zweite wichtige Aspekt diese Woche ist der Vollmond, der am Donnerstagmorgen um 6:53 Uhr stattfinden wird. Mit der Sonne natürlich im Krebs und dem Mond im Steinbock, wobei hier der Vollmond direkt auf Saturn im Steinbock steht. Das heißt, ein sehr saturnaler Vollmond, um den wir uns auch noch in den nächsten Tagen kümmern werden. Was heißt hier saturnal? Wir sehen hier schon die Opposition der Sonne zum Saturn angekündigt, das sind nur noch 2 Grad. Die Sonne macht die Opposition zum Saturn am Mittwochnachmittag, wo der Krebs das Gefühl, das Gemüt, das Weiche anspricht, ist Saturn das eher Harte, die Regeln, die Verantwortung, das Karma auch, sodass Sonne Saturn viel mit Pflichterfüllung zu tun hat, damit, dass wir mit dem, was wir uns wünschen, nicht unbedingt direkt durchkommen. Also angenommen, wir müssen ganz viel arbeiten und draußen ist ein wunderschöner Tag, dann spüren wir vielleicht die saturnale Einschränkung, dass wir nicht nach draußen können, sondern arbeiten müssen. Oder alle unsere Freunde irgendwie unternehmen etwas und wir können das nicht, weil wir Verantwortung haben für irgendwen oder irgendwas und zu Hause bleiben müssen. Gleichermaßen hat Saturn auch mit Grenzen zu tun, das heißt, die Sonne im Krebs wird oder wir alle werden mit Sonne Saturn auch Grenzerfahrungen in den nächsten Tagen machen. Diese Aspekte alle schon im Gültigkeitsbereich. Jetzt konkret zu heute und morgen um 6:29 Uhr ist der Mond vom Skorpion in den Schützen gewandert, wo er bis zum späten Mittwochnachmittag bleiben wird. Und am späten Mittwochnachmittag geht dann der Mond in den Steinbock, von wo er dann den Vollmond, wo es dann zum Vollmond kommen wird. Mit dem Mond im Schützen gilt es, die richtige Einstellung zu finden. Der Schütze ist ja das Zeichen der Sinngebung, der Philosophie, der Religion. Hier gilt es also, eine innere Einstellung zu gewinnen. Denn was nutzen uns die wunderschönsten Ereignisse, wenn wir die innere Einstellung haben, dass sowieso alles sinnlos ist oder nicht lohnt, dem nachzugehen, während wenn wir eine innere Einstellung haben, die sozusagen uns festigt, dann können wir auch durch Krisen oder schwierige Umstände gehen, weil uns unsere innere Einstellung, unsere Religiosität, unser philosophisches Verständnis
uns dabei hilft, damit umzugehen. Immer wenn der Mond durch den Schützen geht, ist die Gelegenheit in diesen 2, 3 Tagen, diese unsere innere Einstellung zur Sinngebung zu überprüfen oder herauszufinden, ob wir diese überhaupt haben und wenn nicht, wie wir diese stärker gewinnen können. Außerdem ist der Mond im Schützen in einem Feuerzeichen, stärkt auch die Bewegungsfreudigkeit im Kopf und im Körper. Heute Abend um 19.19 Uhr exakt ist das Quadrat der Venus im Löwen zum Jupiter im Skorpion ein im Grunde schöner Aspekt, der aber einen gewissen Luxus oder ein gewisses Übermaß anzeigt. Venus und Jupiter sind ja beides Planeten, die sich gerne verströmen wollen, die gerne sich ausweiten wollen. Und mit Venus, Jupiter kann es eben sehr starke Projektion oder Erwartung an das Glück durch Beziehung und Liebe geben, was aber oftmals eben auch nicht gegeben ist, weil auch dort natürlich Licht und Schatten immer vorherrschen. Das heißt, heute hier noch so ein Jupiter-Aspekt, der im Schatten der Saturn-Aspekte laufen wird. Und daher gilt es eben, dem nicht zu viel Gewicht zu geben, sondern sich mehr auf das auszurichten, was für uns eben dran ist oder wichtig ist. Ich werde diese Aspekte über die Woche hinweg weiter verfolgen. Ich wünsche uns allen für heute erstmal einen schönen Montag und sage Tschüss, bis morgen.